Hallo lieber Steinbock und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im Juni, den Zeitraum vom 1. bis 15.06. Ich bin Daniela und wir schauen direkt hier nach der Botschaft für den Steinbock. Ich habe hier die Fledermaus gezogen und die Fledermaus sagt, du sollst durch den Schleier der Illusionen hinweg die Wahrheit erkennen. Und das ist eine Karte, die ist einfach in dieser Welt oder generell ein Thema, das ist in dieser Welt allgegenwärtig. Wir sind einfach in einer Welt, in der sehr vieles nicht so ist, wie es scheint. Ja, wir sehen, dass die Karte hier in Dunkelheit gehüllt ist mit dem Mond. Das heißt auch wieder, vertraue deiner Intuition. Ja, wenn deine innere Stimme dir sagt, die Dinge sind so und so und deine Augen sagen dir etwas anderes, dann überlege dir, ob du deine Intuition wirklich in Frage stellen möchtest oder ja. Generell ist es immer ganz gut, alle Dinge zu hinterfragen. Ja, einfach nichts für Gott gegeben hinzunehmen, sondern einfach alles ein bisschen zu hinterfragen. Das betrifft unsere Kontakte, unsere Freunde, was uns Menschen vorgeben zu sein. Aber auch alle möglichen anderen Dinge im Außen. Und wir schauen mal tiefer hinein. Ist auch natürlich eine sehr meditative Karte. Oh, wir haben hier die Gebetsfeder. Und das hier finde ich eine ganz wunderbare Praxis. Und zwar, ihr habt ja bestimmt alle schon mal diese buddhistischen Fahnen gesehen, die irgendwo in Tibet zum Beispiel an diesen Tempeln hängen. An diesen buddhistischen Tempeln, die man aus dem Himalaya kennt. Man sieht das auch oft an buddhistischen Zentren und anderen spirituellen Plätzen. Das sind so bunte Fahnen, wo Mantras drauf gedruckt sind. Und die hängen quasi im Wind, damit der Wind die Gebete, die Mantras hinaus in die Welt trägt. Und so funktioniert das eben auch mit dieser Gebetsfeder. Ja, das ist eine Feder, die quasi eine Affirmation, ein Gebet, einen Wunsch hinausträgt in die Welt. Und ja, gerade in Zeiten, in denen die Menschheit eigentlich erwachen sollte und scheinbar immer mehr einschläft, ist das natürlich ganz wichtig, ja. Wir schauen mal tiefer in das Thema hinein über die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste zeigt nochmal das Thema, worum es geht. Die zweite den Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Also, wir haben hier die Königin der Scheiben. Die Königin der Scheiben, die schaut zurück in die Vergangenheit. Und oft ist es nämlich so, dass wenn wir aus der Gegenwart zurückschauen in die Vergangenheit, dass wir dann einen anderen Blick haben auf die Dinge und uns eben manchmal wundern, warum wir etwas nicht schon früher haben kommen sehen. Ja, manchmal, wenn wir zurückschauen und die Dinge eben schon passiert sind, dann sehen wir, an welchen Stellen wir rote Flaggen übersehen haben, wo eigentlich irgendetwas in uns hätte sagen müssen, hey, pass auf, sei vorsichtig, schau noch mal hin, ja. Und daraus können wir natürlich etwas lernen für die Gegenwart und für die Zukunft. Ja, wir können im Prinzip durch das, wenn wir das erkennen, was wir in der Vergangenheit nicht gesehen haben, aber heute sehen, dann können wir das auf die Gegenwart anwenden und eben hier vielleicht auch Dinge erkennen, die wir sonst nicht sehen würden. Es geht ja darum, durch die Illusion die Wahrheit zu sehen. Wir haben hier die Sechs der Schwerter, ja, wo es eben darum geht, weiterzugehen, weiterzumachen. Ja, da geht es vor allem aber auch darum, dass wir an den Herausforderungen der Vergangenheit einfach wachsen und unsere Fehler nicht wiederholen. Ja. Der Rat der geistigen Welt. Hier haben wir die Macht, die vier der Münzen, vier der Scheiben. Und das ist einfach eine Karte, die sehr oft zeigt, dass wir an Dingen festhalten, die einfach, ja, in den Fluss des Lebens gehören. Ja, dass wir
vielleicht auch so ein bisschen mauern, an alten Dingen festhalten. Und daneben liegt die hohe Priesterin und sie ist eben immer diejenige, die die Dinge in Fluss hält. Ja, dadurch, dass sie die Dinge fließen lässt und nicht festhält. Ja, also es ist hier so ein bisschen festhalten oder fließen lassen. So diese Frage liegt hier so ein bisschen. Und wir haben hier das Ass des Wassers. Ja, das heißt, das, was hier Raum braucht, um zu dir zu kommen, ist eigentlich positiv, ist wunderschön, ist mit schönen Emotionen verknüpft. Ja, das Ass des Wassers ist eine absolute Glückskarte, die immer so diesen heiligen Gral zeigt. Aber wie gesagt, solange wir festhalten und uns einigeln und im Prinzip nichts an uns ranlassen, kann das auch nicht zu uns kommen. Und es ist eben möglich, dass sich hier auch eine Chance zeigt, die nicht ganz so offensichtlich wahrnehmbar ist, wo du wirklich mit Intuition genau hinschauen musst, um das Ganze als das zu erkennen, was es ist. Und wir haben hier die Fünf des Wassers. Ja, also ich spüre auch beim Steinbock einfach so schon auch so ein bisschen ein Festhalten an Schmerz und an Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Ja, das kann auch das sein, was sich hier zeigt. Und manchmal, wenn wir aber zurückschauen, dann können wir sehen, dass die Dinge, die uns enttäuscht haben, die uns Schmerzen bereitet haben, ja, dass wir sie uns zumindest ein Stück weit selbst eingebrockt haben, weil wir Warnzeichen ignoriert haben, weil wir die Signale falsch gedeutet haben, ja. Und so genau kann es eben sein, dass eben hier etwas Gutes kommt, ja, so fühlt sich das für mich an, was aber im ersten Moment vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, ja, also ich hab das Gefühl, dass hier etwas zu dir kommt, ja, was du dir lange gewünscht hast, wo du immer wieder versucht hast zu manifestieren und dass sich das auf eine Art und Weise zeigt, wo das irgendwo auch so ein bisschen ummantelt ist, ja, wo du es nicht gleich als das wahrnimmst, was es eigentlich ist. Und es geht hier vor allem auch darum, dass du einfach diesen Schmerz der Vergangenheit loslässt und einfach mehr in das kommst, was dich weiterbringt, ja, was dann auch eben hier eine Weiterentwicklung, Klarheit bringt, Wahrheit bringt, ja. Also von dem her ist es jetzt für den Steinbock keine ganz einfache Kartenkonstellation. Ja, es ist immer schwierig, die Vergangenheit wirklich abzustreifen mit allem, was dazugehört, eben auch solche Emotionen hier zu überwinden, die eben mit Enttäuschung zu tun haben, die auch mit einem Bedauern zu tun haben, dass man etwas nicht getan hat, nicht gesagt hat, was man möglicherweise hätte sagen sollen. Und da geht es einfach darum, dass man sich selbst vergibt, ja, und eben nicht so alles abblockt, was Positives kommen möchte, sondern wirklich mehr den Blick auf die positiven Aspekte der schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit richtet. Und das ist das, was dann eben auch Hoffnung gibt, was uns weiterkommen lässt, was die Dinge zum Fließen bringt und eben hier auch diesen Jungbrunnen in unser Leben zurückbringt, ja, der heilt, der revitalisiert, ja, der im Prinzip auch einen Ausgleich bringt für das, was wir in der Vergangenheit erlitten haben. Und ich habe hier den Shungit und er sagt, entgifte dein Leben. Und ja, entgiften bedeutet eben ganz oft, dass wir eben an schweren Emotionen arbeiten, dass wir an der Mauer arbeiten, die wir um uns gebildet haben. Ja, dass wir an unserem Blick auf die Vergangenheit arbeiten und eben erstmal schauen, wofür haben wir teilweise auch Verantwortung? Ja, wo haben wir gehandelt, wo es besser gewesen wäre, abzuwarten, ja, wo haben wir nichts getan, obwohl es notwendig gewesen wäre, wo haben wir Zeichen ignoriert, die klar sichtbar waren. Und dann ist es eben einfach auch an der Zeit, hier wieder in den Fluss zu kommen und die Emotionen zurückzulassen und die Lektion zu behalten. Ja, lieber Steinbock, soweit ein Blick in diese
erste Monatshälfte im Juni. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren und motivieren. Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare, natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.